Man diskutiert über die Klimakrise und auf einmal kommen dann so Argumente, wo man sich denkt, hä, was sage ich denn darauf? Manche dieser Argumente kennen Sie sicher schon und auch die Antworten. Ich bringe nur ein klassisches Beispiel aus einer Telegram-Gruppe, aus der Steiermark, möchte ich sagen. Das ist eine Anti-Corona-Maßnahmen-Gruppe, die aber auch neue Themen für sich entdeckt hat, wie die Klimakrise. Und die dann sich gegenseitig bestätigt, dass die Klimakrise entweder nicht existiert oder ganz harmlos ist. Und das ist von gestern ein Post, weil es ist jeden Tag Thema in solchen Gruppen. Klimawandel gab es schon immer. Es hat mit der verschobenen Erdachse zu tun und ist sogar wissenschaftlich bewiesen bzw. belegbar. Und dann ein paar Likes dazu. Das sind eigentlich zwei Sätze, die aufeinander aufbauen. Ich gehe es ganz kurz durch. Klimawandel gab es schon immer. Dieses Argument kennen Sie wahrscheinlich. Das ist nämlich das Häufigste, was kommt. Das stimmt, nur blendet es eines aus. Es gab Änderungen in der Erdtemperatur, ja, nur sind die oft über sehr lange Zeiträume angestiegen oder abgesunken. Und der große Unterschied ist, das war nie der Mensch, der das verursacht hat. Das ist das Beunruhigende, dass wir das verursachen und nicht irgendwas anderes. Und zweitens, es hat mit der verschobenen Erdachse zu tun. Und das ist spannend, weil wie kommen Leute auf sowas? Sowas, das lassen die sich ja nicht selbst einfallen. Das haben die irgendwo gehört. Und ganz oft, wenn ich solche Posts lese, dann denke ich mir, ah, jetzt kommt das schon wieder. Man kann manchmal wirklich solche Geschichten auf einzelne Posts, Falschmeldungen zurückführen, die super sichtbar waren. Im deutschsprachigen Raum vor 2, 3 Jahren gab es nämlich das hier. Bis heute ist das online leider. Von einer Seite, die ich noch nie zuvor gesehen habe und ich glaube nicht bekannt ist. Transinformation. Schaut eigentlich eher so ökomäßig aus, finde ich. Und da steht dann heiße News, NASA, Klimawandel unter Anführungszeichen, wird durch Veränderungen in der Umlaufbahn der Erde um die Sonne und Veränderungen der axialen Neigung verursacht. Und wenn ich solche Überschriften lese, dann platzt mal mein Gehirn, weil da wird schon sehr viel behauptet, nämlich, puh, das klingt kompliziert. Das Gute ist mal als erstes, wenn Sie sowas erzählt bekommen oder so einen Link geschickt bekommen, zum Beispiel vom Onkel, der meint, dass das ein Unsinn ist, was Sie machen. Dann ist das Gute, dass man nicht alles selbst recherchieren muss, sondern manchmal hilft es schon, wenn Sie sowas sehen, dass Sie das in Google eingeben und die Stichworte des Ganzen versuchen, das Wichtigste, die Essenz der Aussage einzugeben und dahinter das Wort Faktencheck. Nämlich, da nehmen wir Klimawandel, was steht da noch Konkretes drin? Axialneigung und dann schreiben Sie einfach Faktencheck. Und Sie werden sehr schnell herausfinden, ich gehe ein bisschen nach vorn. Ups, hierher. Unsinn. Aber ich erkläre es ganz kurz. Das ist eine wiederkehrende Falschmeldung, die in Wirklichkeit, wie sehr viele Falschmeldungen zum Thema Klima, aus den USA ursprünglich stammt. Hier der Ausgangstext in diesem Fall war Natural News, eine besonders berüchtigte Falschmeldungsseite, die sehr viel Falsches im Laufe der Zeit verbreitet hat, aber gute Tabletten verkauft, die angeblich gegen alles Mögliche helfen. Das heißt, im deutschsprachigen Raum ist sehr vieles in Wirklichkeit importiert, das heißt, es sind oft wiedergegebene Argumente, die amerikanische KlimaleugnerInnen schon vorgebracht haben oder KlimakrisenverharmloserInnen. Das Gleiche ist auch im populistischen Diskurs, was zum Beispiel AfD und FPÖ im populistischen Feld machen. Das sind eigentlich Wiederholungen von Argumenten, Behauptungen, die zum Beispiel im republikanischen Umfeld seit Jahren und Jahrzehnten häufig sind. Okay, das heißt, hier kommt das eigentlich her. Aber stimmt's, stimmt's nicht? Das kann man googeln. Und tatsächlich findet man ziemlich schnell den Faktencheck. Hier Korrektiv, eine sehr gute deutsche Seite. Nein, die Glaser glaubt nicht, dass der Klimawandel allein durch Veränderung der Erdumlaufbahn verursacht wird. Und ich erkläre ganz kurz, worum es da geht. Das Blöde an vielen Falschmeldungen ist, dass sie ja so ein Körnchen Wahrheit haben. Und da geht es in Wirklichkeit um eine tatsächliche Theorie aus der Klimaforschung, die Milankovitch-Zyklen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Da geht es darum, dass die, vereinfacht gesagt, so wie ich mir das zusammenreime, die Position der Erde zur Sonne, der Winkel und wie einfach der Abstand ist, das hat langfristig betrachtet einen Einfluss auf das Klima. Aber wir reden da jetzt von zigtausenden Jahren. Wir reden nicht von einer Erhitzung innerhalb von ein paar Jahrzehnten. Also einfach gesagt, wie die Sonne zur Erde steht, hat einen Einfluss auf das Klima, ja, aber es kann nicht erklären, was derzeit passiert. Ganz klar, das ist das Problem, was derzeit passiert, das ist eine Folge der Treibhausgase, die der Mensch ausstößt. Und die NASA selbst tut das nicht verheimlichen oder irgendwas. Die NASA hat tatsächlich eine Webseite, wo diese Klimatheorie beschrieben wird.
weil die hat viele Webseiten, wo wichtige Aspekte beschrieben werden, aber dass die NASA schreibt nirgendwie, nur die Sonne ist schuld in Wirklichkeit. Die NASA sagt selbst, das ist falsch. Der Mensch ist der ausschlaggebende Faktor. Aber, jetzt kommen wir ins Problem hinein, das ist alles kompliziert. Und wissen Sie, es ist sehr schnell zu sagen, ja, in Wirklichkeit ist die Sonne schuld und es ist oft sehr viel komplizierter, das einzuordnen. Und solche Geschichten verfangen sich sehr rasch. Was kann man da machen? Darüber werde ich heute sprechen. Ich rede über zuerst ganz schnell wiederkehrende Tricks der Täuschung. Solche Geschichten kommen immer wieder. Nämlich, dass zum Beispiel etwas tatsächlich Wissenschaftliches gebracht wird, aber einfach falsch wiedergegeben wird. Also ein Teil stimmt nicht und damit werden Leute verunsichert. Einer der leider in der Klimadebatte häufigsten, in meinen Augen einer der häufigsten Argumente. Ich gehe noch näher darauf ein. Dann zweites, so ein bisschen ein Tipp, woran man Falsches erkennen kann. Das ist themenübergreifend, weil manche Methoden der Täuschung, die zum Beispiel in der Klimadebatte vorkommen, die Methode, die ist dann in anderen Themen ähnlich, sei es Corona, sei es Migration. Das sind zwar ganz andere Themen, aber verunsichern kann ich oft auf ähnliche Wege. Und das Tolle ist, wenn Menschen die Methoden einmal durchschaut haben, sinkt die Chance, dass sie nochmal funktionieren. Das wurde untersucht. Wenn ich gewisse wiederkehrende Tricks kenne, kann sein, dass ich diese Tricks auch in Zukunft leichter durchschaue. Das finde ich ganz toll, auch für zum Beispiel Lehrkräfte, dass wenn man manche Sachen, manche Fakes aufzeigt, dass Leute mitlernen, wo sie beim nächsten Mal darauf achten können. Und dann zum Schluss noch zwei Tipps fürs Diskutieren habe ich. Gehen wir aufs Erste kurz ein. Ich habe schon ein bisschen verraten, was da das Problem ist. Viele Fakes, gerade zum Thema Klima, klingen super wissenschaftlich. Und das hat so ein bisschen eine angsteinflößende Wirkung, weil die meisten von uns sind jetzt keine KlimaforscherInnen. Man kennt sich vielleicht ein bisschen aus, aber man weiß nicht alles. Und gerade, das ist nämlich ein lustiges Paradox, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man alles nicht weiß. Am tollsten sind immer die unterwegs, die gar nicht wissen, aber die sind am meisten überzeugt, dass sie ganz viel verstanden haben. Das ist leider ein Paradox, je tiefer ich in ein Thema eindringe, desto mehr wird man manchmal vorsichtig. Was gut ist, was immer ein gutes Zeichen ist, Vorsicht. Das Problem ist, was hier passiert, ist Technobabble. Ich erzähle es kurz einem anderen Beispiel, wo man sieht, das ist themenübergreifend. Technobabble ist, viele Falschmeldungen beinhalten technische Begriffe, Fachbegriffe tatsächlich, verwenden die aber komplett falsch. Ich gebe ein Beispiel von einer Corona-Demo in Berlin, wo ich mal war. Da habe ich mit einer Frau geredet, Lehrerin, eigentlich gebildet, freundlich. Ich glaube auch ein Mensch, der sich wirklich viel Sorgen macht um die Welt. Und die hat gesagt, sie hat Angst vor den PCR-Tests. Und sie hat gemeint, die, wo man das Stäbchen in die Nase geschoben bekommt. Und ich habe sie gefragt, warum? Und sie hat mir unter anderem gesagt, sie hat Angst, weil wenn das Stäbchen in ihre Nase geschoben wird, dann könnte ihre Blut-Hirn-Schranke verletzt werden. Und ich bin nicht Medizinerin. Ich habe mir gedacht, aha, interessant. Ich schreibe mir das dann immer mit und dann tue ich zu Hause googeln, weil ja. Und dann habe ich, eine Google-Suche hat mir geholfen. Wenn ich das von Mediziner und Medizinerin erzähle, dann wird oft gelacht bei dem Satz, weil eine Google-Suche hilft. Es gibt Folgendes, der Mensch hat eine Blut-Hirn-Schranke, nur die ist nicht in der Nase. Dementsprechend ist es unrealistisch, dass das Stäbchen da irgendwas macht. Das heißt, das ist ein realer Begriff aus der Medizin. Der wurde in einer Falschmeldung, das hat die Frau auch nicht selbst erfunden, das hat sie wo gelesen, es klang überzeugend, nachgeplappert. Das wirklich beeindruckend ist, Leute haben keine Ahnung, was die Blut-Hirn-Schranke ist, aber sie können nachplappern, dass die Blut-Hirn-Schranke verletzt wird. Leute haben keine Ahnung, was die Milankovic-Klimatheorie ist, aber sie können nachplappern, dass diese Theorie angeblich das und das belegt. Das heißt, das reine Einstreuen von Fachbegriffen funktioniert super. Und in vielen Diskussionen, Sie kennen das vielleicht, kommt der Fachbegriff, man wird vorsichtig und denkt sich, ah, das kenne ich nicht. Mein Tipp, nur weil die andere Seite einen Fachbegriff benutzt, erinnern Sie sich, das ist Technobabble, das heißt noch nichts. Dann kann man auch manchmal fragen, was ist denn das? Und manchmal merkt man schon in dem Moment, ui, da wird die super dünn. Ja, gehen wir ganz kurz da rein. Hier dieser Text, schönes Beispiel, also schön, wäre interessant, sagen wir so. Das ist nämlich dann so ein Text, der liest sich im ersten Moment total eigentlich wissenschaftlich. Im Jahr 2000 veröffentlichte die NASA auf ihrer Webseite Earth Observatory Informationen, hier und auf den weiteren auf die Seite angegeben Links, im Zusammenhang mit der Milankovic-Klimatheorie. Da klicken Sie dann drauf, da wird tatsächlich diese Klimatheorie beschrieben. Da steht überhaupt nicht, dass die die Ursache für die Erderhitzung ist. Da wird einfach die Theorie beschrieben, bla bla bla, wird weiter und steht dann,
Die Wahrheit entspricht jedoch viel eher dem Modell des serbischen Astrophysikers Milutin Milankovic, nachdem die Milankovic-Klimatheorie benannt ist, in der hervorgehoben wird, dass die Schwankungen der Sonneneinstrahlung bezüglich Jahreszeit und geografischer Breite, bla bla bla. Ich möchte das jetzt nicht alles vorlesen, aber das klingt kompliziert. Und das ist Technobabble. Man formuliert etwas, dass es sich wissenschaftlich anhört. Und das funktioniert super gut. Das Problem ist, dass sehr oft gibt es auch als Tipp, schauen Sie auf die Seite und schauen Sie, während der Quellen angeführt, klingt es wissenschaftlich. Das kann funktionieren, weil es gibt Falschmeldungen, die sind so schlecht formuliert, dass das einfach schon das sind 10 Rechtschreibfehler im ersten Satz, dass man da merkt, seltsam. Aber es ist nicht immer ein guter Tipp, weil diese Scheinwissenschaftlichkeit, die kann gut wiederholt werden. Und drum ist oft nicht das Wichtige, klingt der Text an sich wissenschaftlich, sondern schauen Sie sich an, die konkrete Behauptung, gibt es einen Faktencheck dazu? Zweite Ebene. Zur konkreten Behauptung, manchmal findet man noch nichts, weil es eine ganz neue Falschmeldung ist und die ist noch nicht überprüft worden. Zweiter Tipp, schauen Sie sich an, was für eine Seite ist das? Nämlich zum Beispiel googeln Sie die Seite, gab es da schon einmal Faktenchecks dazu? Eine Seite, die in den letzten 3 Jahren 5-mal korrigiert werden musste, ist wahrscheinlich nicht der beste Ort. Das heißt, die Wissenschaft, die Tonalität kann täuschen. Überprüfen Sie die konkrete Aussage, lassen Sie sich nicht davon zuerst blenden oder einschüchtern. Und zweitens, manchmal, auch wenn man noch nichts Neues findet, ist die Quelle sehr relevant. Wer ist denn das? Ist die Person schon aufgefallen? Aber Technobabble wirkt. Das Problem in der Klimadebatte ist, dass sehr vieles so eine Kernwahrheit hat und dann irgendwie komplett falsch abbiegt. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Das ist voreilige Schlüsse ziehen. Das ist eines der häufigsten Probleme. Ich gebe Ihnen einen voreiligen Schluss, der sehr leicht erkennbar ist, auch Corona-Thema, dann bringe ich ein Klimabeispiel. Vielleicht erinnern sich manche, Donald Trump, als er noch US-Präsident war, hat allen Ernstes einmal gesagt, dass man sich überlegen sollte, Menschen Desinfektionsmittel zu spritzen gegen das Coronavirus. Und dann hat er nachher gesagt, das war ein Witz. Ja, unabhängig davon, ob es ein Witz war oder ob er das sehr clever angeregt hat, ist das ein voreiliger Schluss. Warum? Es hat was Wahres, nämlich tatsächlich Desinfektionsmittel kann Viren abtöten, auch das Coronavirus. Aber daraus abzuleiten, dass man sich das spritzen sollte, wäre ziemlich fatal, weil der voreilige Schluss blendet etwas aus. Und er blendet aus, dass das Desinfektionsmittel auch menschliche Zellen töten kann. Und das will man nicht. Also ich möchte das Desinfektionsmittel bitte nicht im Körper drin haben. Das wäre gefährlich. Okay, voreilige Schlüsse, Klimathema. Ich habe Ihnen da eine Erweiterung des Postings mitgebracht. Da oben ist dieses Beispiel mit der Erdachse. Das kommt dann wie das Amen im Gebet, kommen dann weitere gute Argumente. Und das wollte ich Ihnen mitbringen. Das ist dann, wie so in richtig einschlägigen Gruppen diskutiert wird. Das ist dann schon die härtere Stufe. Ich lese das nur ganz kurz vor. Guten Morgen, weißt du was? Wenn ich Klimawandel höre, das ist ein Trigger für mich, da sehe ich rot. Merkt man, stimmt tatsächlich, offensichtlich. CO2-Fußabdruck, Kinder sind der größte Klimakiller. Der Euro, der längst droht, ist samt EU. EU ist nicht Europa, rettet die Welt, indem wir bezahlen. Kotz, 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 Smiley. Ohne CO2 kann nichts existieren, nicht wir, nicht unsere Umwelt. Nein, dann ist der Planet am Ende. Sie rotten uns aus und der Klimalockdown ist der nächste. Sie beschneiden mit der erfundenen Krise, war auch bei Corona nichts anderes, unsere Freiheit und verarmen uns bewusst. Ich könnte noch ewig weiterschreiben, man merkt es. Aber nein, ich lasse mir den Tag nicht vermiesen. Das bin ich nicht sicher. Aber gut, das nächste autofreie Tage, keine Ahnung, wart ab, was da noch kommt. Bauernhöfe werden verschwinden, da unser Nutzen ist der Papst, Haustiere werden eliminiert und uns verbieten Bohnen zum Kotzen und unsere Jugend klebt sich an fürs Klima. Ich habe noch Reißverschluss und Knöpfe angenäht, wir haben an den Jüngeren unsere Kleidung weitergegeben, keine Handys, kein Computer und glücklich, nein, ich lasse es jetzt und gehe mit meinem Hund aus. Ich hoffe, der Mann oder die Person ist wirklich mit dem Hund spazieren gegangen, ist sicher besser als was hier passiert ist. Egal. Ich könnte jetzt ganz viele Dinge rauspicken, weil es ist wirklich ein Schwall von Falschmeldungen, der da drin ist. Und reale Vorfälle gut vermixt, mit einer Portion Wut. Aber ohne CO2 kann nichts existieren, nicht wir, nicht unsere Umwelt. Nein, dann ist der Planet am Ende. Das ist eines der häufigsten Argumente, das kennen Sie wahrscheinlich. Nämlich, CO2 ist ja super, weil Pflanzen fressen CO2. Natürlich, Pflanzen für die Photosynthese brauchen CO2, das stimmt. Aber voreiliger Schluss, weil irgendwann braucht die Pflanze kein CO2 mehr. Das ist nicht so unendlich CO2 ist super, weil das Problem ist, wenn sehr, sehr viel CO2 eben in der Atmosphäre ist, dann wird die Erde heißer und dann haben die Pflanzen auch ein Problem, weil viele Pflanzen können auch nicht unendlich heiße Temperaturen aushalten oder sie brauchen Wasser und wenn das Wasser verdunstet, ist es schlecht für sie. Voreiliger Schluss, ein Teil stimmt, klingt logisch
und der Rest stimmt nicht mehr. Und das ist das Problem, weil es ganz oft heißt, ich kann ja mit dem Hausverstand arbeiten. Und da muss ich Ihnen sagen, Vorsicht, weil der Hausverstand, den kann man schon ankurbeln. Wir alle haben gelernt, Photosynthese, Pflanzen wandeln CO2 in Sauerstoff um. Der Hausverstand hilft uns so ein bisschen, aber es gibt Grenzen, wo eben der Hausverstand nicht unbedingt die als einzig wahre ist. Da gibt es reale Wissenschaft. Drum, klassisches Beispiel, es wird was weggelassen. Und solche Beispiele, warum bringe ich das? Ehrlich gesagt, diesen Herrn oder Frau, es ist leider nur A, ich kann es nicht erkennen, ich sage, das ist jetzt sehr unrealistisch, dass Sie den innerhalb von 5 Minuten überzeugen werden. Aber wenn Sie zum Beispiel mit Menschen arbeiten, die verunsichert sind, dann kann man solche Dinge herzeigen und genau das erklären, voreilige Schlüsse. Und das ist etwas, das man nämlich tun kann, gerade wenn Menschen noch nicht überzeugt sind, solche Methoden aufzeigen. Das ist oft interessant, finde ich, und es kurbelt logisches Denken an. Es zeigt, nur weil der eine Satz wahr klingt, muss die Schlussfolgerung nicht richtig sein. Und das ist etwas, eine Kompetenz, die, glaube ich, zunehmend wichtiger wird, nicht nur in der Klimadebatte, dass ich dieses Hinterfragen lerne. Und bei Leuten, die noch nicht überzeugt sind, denen kann ich das erklären. Und wenn sie es einmal verstanden haben, steigt die Chance, dass sie es auch in zukünftigen Kontexten anwenden können. Und ich sage noch ein Beispiel, was auch noch funktioniert. Ich wollte sie mitbringen. Ich habe ja gesagt, da kommt dann noch... Haustiere werden eliminiert. Wirklich, das Beeindruckende an diesem Post ist, man könnte zu sehr vielen Sätzen so Erklärungen machen, wie diese Person drauf kommt. Weil das ist nicht aus der Luft gegriffen. Haustiere werden eliminiert. Das gibt es als Falschmeldung. Nämlich über gewisse Feindbilder. Das war im Jahr 2017, als Deutschland gewählt hat, Bundestagswahl. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Da gab es eine Geschichte, das war auf Facebook zum Beispiel hier. Und da wurde... Annalena Baerbock, die grüne Spitzenkandidatin, zitiert mit dem Satz, wir können alleine durch den Wegfall der Hunde in Deutschland ca. 19 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid einsparen. Das entspricht fast so viel CO2, wie man mit einem Auto bei 10.000 Erdumrundungen freisetzen würde. Fast 10% des Straßenverkehrs. Dazu kommen noch Katzen, Pferde und viele weitere Tiere. Die private Tierhaltung muss daher ein Ende haben und wenn es durch eine CO2-Steuer auf Haustiere erfolgt, sagt Annalena Baerbock. Also da wurde getan, Annalena Baerbock möchte Hunde verbieten. Und es ist total lächerlich und es war super erfolgreich. Also wirklich extrem erfolgreich. Es gab dann lauter Faktenchecks in Deutschland. Nein, die Grünen möchten keine Hunde verbieten. Das Problem ist, das glauben manche Menschen wirklich. Und das hat jetzt wenig mit der Logik dieser Falschmeldung zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn Sie hinschauen, das sind schon mal ganz viele Tippfehler. Allein das Wort Kohlenstoffdioxid ist falsch geschrieben, was sehr zentral ist in dem Kontext. Also sehr viele Tippfehler, ist nicht sonderlich seriös. Das, der Alter der Kandidatin ist auch falsch gewesen übrigens. Aber das glauben Menschen. Warum? Weil es ihren Feindbildern entspricht. Und das ist eigentlich die zentralste Thematik. Falschmeldungen funktionieren, weil sie das erzählen, was Leute hören möchten. Erstens, weil bestehende Feindbilder aktiviert werden. Ein großer Teil, gerade in der rechten Wählerschaft, hat wirklich ein Problem, zum Beispiel mit grünen PolitikerInnen. Und wenn ich dann irgendwas Gemeines über die Grünen behaupte, funktioniert das super. Also das ist eigentlich immer ein, oder oft ein wirklicher Erfolg. Beziehungsweise, das heißt Feindbild und das zweite ist bestätigt werden. Nämlich zum Beispiel bestätigt werden, das habe ich mir schon immer über die Grünen gedacht, oder beim Thema Klima haben wir ein größeres Problem, bestätigt werden im Sinne von, ich muss mein Leben nicht ändern. Das fühlt sich besser an. Und das ist blöd, wenn die Falschmeldung mir das Behaglichere erzählt als die Realität. Das heißt, es kann auch ein emotionaler Aspekt dran sein. Das muss gar nicht, da müssen gar nicht Leute irgendwie extreme Feindbilder haben. Es kann auch sein, es ist schöner, das jetzt zu glauben. Wie zum Beispiel, es ist eher selten, dass Leute glauben, das Coronavirus existiert gar nicht. Das ist die Ausnahme, die Leute, meistens viele Leute glauben, es ist vollkommen harmlos und wie ein Schnupfen, das ist die häufigere Falschmeldung. Aber wie kommt man auf sowas Extremes, dass es das Virus nicht einmal gibt? Weil es eine schönere Welt wäre. Weil es eigentlich schöner wäre, wenn gewisse Bedrohungen nicht existieren würden. Und das ist das Problem, dass viele Falschmeldungen uns auf dieser emotionalen Ebene packen. Und daraus kann man aber zwei Schlüsse ableiten und ich komme jetzt dann schon zum Schluss. Zwei Schlüsse. Das erste ist, wenn ich etwas lese und ich denke mir, gerade im Internet, boah, das habe ich mir schon immer gedacht, Vorsicht. Das ist echt der Moment, wo man reingelegt wird. Und das geht in alle Richtungen, weil vielleicht erinnern Sie sich, als in Deutschland diese ganz schlimmen Unwasser waren, da ist wirklich auch in Deutschland endlich eine Debatte geführt worden, wie wirkt sich die
quasi die Klimakrise auf den Alltag von uns aus. Natürlich kann man bei einem einzelnen Wetterevent nicht immer sagen, das und das war exakt der Grund, aber man kann insgesamt sagen, die Klimakrise führt zu extremen Wettersituationen. Worauf ich hinaus will ist, als das war, diese schlimmen Unwetter, und man über die Klimakrise geredet hat, da gab es dieses Post, wo es hieß, wo ein Auto unter Wasser stand und hinten war so ein Sticker drauf, fuck you Greta. Und viele fanden das extrem lustig. Und wenn ich mittlerweile solche Sachen sehe, wo ich mir denke, haha, muss ich sagen, oh, vorsichtig, vorsichtig. Weil der Moment, wo man denkt, haha, ist der Moment, wo man reingelegt wird. Und es war tatsächlich falsch. Also es kann noch wahr sein, sowas kann wahr sein, es ist noch nicht immer wahr. Gerade dort, wo man sich denkt, das muss ich jetzt sofort teilen, das ist so gut, das ist der Moment, wo es oft nicht mehr stimmt. Manchmal schon. Und das Zweite ist, wenn man sich denkt, boah, das ist, wenn man so emotionalisiert wird und sich denkt, wie soll ich sagen, das habe ich mir über die schon immer gedacht. Also wenn wirklich Feindbilder angesprochen werden, sollte man auch vorsichtig werden. Worauf hinaus will ist, achten Sie auf zwei Dinge. Emotionalität, das heißt, wie sehr packt Sie das? Und zweitens der Confirmation Bias, das nennt man Bestätigungsfehler auf Deutsch. Das nämlich, wenn Sie sich denken, das ist endlich schreibt das wer. Also diese Gefahr, dass eine Falschmeldung genau das anspricht, was man hören möchte, die ist auch eine Trickserei. Ich erkläre es ganz, ganz kurz. Confirmation Bias ist aus der Psychologie und es ist in unglaublich vielen Experimenten belegt worden oder aufgezeigt worden. Eine Nachricht, die der eigenen Welt sich entspricht, die flutscht viel besser durch. Die werden sie eher weitererzählen, sich merken. Und dann gibt es auch den Disconfirmation Bias. Das ist eine Nachricht, die einem widerspricht. Da hat man oft sehr viele Schutzmechanismen, wie zum Beispiel, Sie lesen die Zeitung, Sie sehen einen Text, der Ihnen nicht so richtig gefällt, wo eine Neuigkeit drinsteht, die Sie blöd finden. Und dann sagen Sie, naja, vielleicht hat der Journalist oder die Journalistin nicht gut recherchiert. Oder die Person, die da zitiert wird, die ist ja wahrscheinlich gar keine Fachperson. Worauf ich hinaus will ist, das ist leider so, dass wir alle, nicht nur Leute, die die Klimakrise leugnen oder kleinreden, dass wir alle dort stärker hinhören, wo wir bestätigt werden. Und dort weniger hinschauen, wo wir quasi was Unliebsames lesen. Und das ist etwas, glaube ich, das man gerade zum Beispiel in der Schule oder auch in der Bildungsarbeit nutzen soll, nämlich sich selbst hinterfragen. Weil selbst wenn man zum Beispiel dem wissenschaftlichen Stand der Dinge folgt und die Klimakrise ernst nimmt, ist es peinlich, wenn man das gefälschte Foto teilt. Also lieber einmal genauer hinschauen. Diese zwei Dinge, das ist krass, das muss ich teilen. Und das habe ich mir schon immer gedacht, das sind Momente, wo Sie vorsichtig werden sollten. Und wenn Sie dann wissen, was stimmt und was nicht stimmt, noch ein letztes Ding, was kann man dann machen? Wie kann man beim Diskutieren, schauen, dass man die Person erreicht? Ich möchte noch ganz schnell zwei Tipps geben und dann höre ich schon auf. Die erste große Frage, das habe ich schon angerissen, ist immer, wie sehr ist jemand überzeugt? Ehrlich gesagt, wenn Ihnen zum Beispiel die Klimathematik wichtig ist, und Sie sagen, das ist ein Thema, für das setze ich mich ein, dann würde ich Ihnen auch raten, sehr strategisch mit Ihrer Zeit hauszuhalten und sich zu überlegen, wo bringt meine Zeit etwas. Das kann jetzt sein, wenn das die eigene Mutter ist, da ist man vielleicht auch bereit, mehr Zeit zu investieren. Aber ganz strategisch betrachtet ist es oft besser, man überlegt sich, wo bringen die 5 Minuten diskutieren, zum Beispiel auf Facebook, mehr als 50 Minuten woanders, wo ich quasi exakt nichts erreiche. Das heißt, sehr oft ist sinnvoll zu überlegen, diskutiere ich beispielsweise in einer heterogenen Gruppe, wo nicht nur Leute sitzen, die die Klimakrise nicht ernst nehmen wollen, sondern jene, die dazwischen stehen. Das heißt, auf die eigene Zeit achten. Und zweitens, das heißt auch, wenn Ihnen jemand wichtig ist, der oder die zum Beispiel die Klimakrise überhaupt nicht akzeptieren möchte, aber Sie sagen, die Person ist mir wichtig, aber sie ist schon sehr überzeugt, dass das alles ein Fake ist, was weiß ich, dann in solchen Fällen sollte man sich niedrigere Ziele setzen. Nämlich, wenn jemand schon sehr eingenommen ist, dann ist das realistische Ziel in vielen Situationen nicht überzeugen, sondern langsam Zweifel sehen. Und das kann funktionieren, muss aber nicht. Und eine Methode, die ich da empfehlen möchte, nur ganz kurz, ist, statt dass Sie sagen, das und das stimmt, oder hier hast du die Webseite der NASA, im schlimmsten Fall sagt man dann auch noch, du Dodel, das funktioniert nicht so gut. Beleidigungen, das nennt man auch Nesty-Effekt, sollte man möglichst nicht machen, ist logisch, aber in der Hitze der Debatte ist es nicht immer so leicht. Aber worauf hinaus will ist, statt mit Fakten zu kommen und dann merkt man, die prallen ab, können Sie den Spieß umdrehen, zum Beispiel Fragen stellen wie, woher hast du das? Wie denkst du darüber? Und dann kann es sein, dass man dabei landet, dass man merkt, die Person
die fährt total gern Auto und das findet sie total angsteinflößend, dass das irgendwie anders, dass die Welt anders wird. Oder sie findet die Situation angsteinflößend, dass zum Beispiel es heißt, der Wohlstand von uns allen ist gefährdet. Das heißt, tiefer hineingeht mit Fragen. Und manchmal, wenn man fragt, merken Leute, sie wissen das selbst nicht oder sie merken, eigentlich haben sie auch andere Überlegungen. Das heißt, wenn Leute umdenken, dann ist das Umdenken eines, das sie selbst machen. Sie können für niemand anderen umdenken. Und darum ist der erste Schritt zum Umdenken fördern, dass man diese Zweifel sieht. Und wenn sie in so einem Gespräch dazu führen, dass jemand nur sagt, stimmt, das weiß ich auch nicht, oder sagt, na, mir ist es eigentlich auch wichtig, dass X, Y, Z, also so kleine Momente, wo sie auf einem gemeinsamen Nenner landen, das ist schon ein Erfolg in solchen Gesprächen. Und dann kann es sein, dass sie am nächsten Tag die Person wieder treffen und das ist alles wie vorher. Und sie merken, okay, hat nicht so viel gebracht. Aber manchmal ist dann so, dass sie sagt, ich habe nachgelesen und finde es eigentlich auch spannend. Das heißt, immer wieder Zweifel sehen, das kann ein Zugang sein. Und jetzt das letzte, allerletzter Tipp. Gerade wenn sie diskutieren, sogar öffentlich, ist das Problem, dass dann die Falschmeldung kommt und man redet nur noch über das Falsche. Also man redet eigentlich nur noch darüber, was eigentlich nicht Sache ist. Wie zum Beispiel, man redet ganz viel über die Sonne und die Erde und das ist so und so. Und man vergisst eines zu sagen. Moment, wenn man sich die Erderhitzung der letzten 30 Jahre anschaut, dann ist das ein einzigartiges Moment, weil dieser Anstieg stark ist und weil der Mensch das verursacht hat. Und die Gefahr ist häufig, dass man in Debatten, wo man sich aufregt über eine Falschmeldung, nur noch über das Falsche redet und vergisst, das Richtige zu betonen. Drum, wenn Sie wissen, Sie haben eine Diskussion vor sich, die wird mühsam, weil zum Beispiel der eine Onkel dauernd das und das behauptet, oder Sie diskutieren auf einem Podium und Sie wissen, da sitzt jemand, der oder die wird das in Frage stellen. Überlegen Sie nicht nur, was Sie sagt, diese Person, sondern überlegen Sie, wenn Sie aus der Diskussion rausgegangen sind, was soll denn zumindest einmal gesagt worden sein? Also, dass sie sich nicht verzetteln lassen. Und dann noch ein letzter Satz. Zu diesem Fall mit einem Beispiel mit der Sonne ist die Gefahr, dass wir dauernd über die Sonne reden. Ich habe das jetzt bewusst auch nicht nur gemacht. Die Wahrheit ist, die Realität ist, die NASA betont, der Mensch ist der wichtigste Faktor bei der Erderhitzung. Davon geben nämlich die unabhängigen Klimaforschenden des IPCC aus und so weiter und so fort. Das heißt, Sie merken, dass Sie dann stärker kommunizieren, wenn Sie gerade nicht in der Verneinung drin sind und nicht sagen, nein, die Sonne ist nicht der Grund, nein, Pflanzen freuen sich nicht über CO2, sondern wenn Sie aktiv formulieren. Und das ist aber oft die große Kunst, dass man sich in einer erhitzten Debatte noch daran erinnert, was man eigentlich sagen wollte, weil die Macht von Falschmeldungen ist nicht, dass sie so brillant sind oder dass sie nicht rational wegräumbar sind, sondern dass sie uns so viel Zeit und Mühe kosten, wo wir uns mit realen Dingen anstatt dessen beschäftigen könnten. Dankeschön.